Ich begrüße euch jetzt zu dieser zweiten Hälfte des heutigen Abends. Sie steht im Programm unter dem Titel »Was geht uns denn die russische Revolution heute noch an?« Mein Name ist Matthias Hui, ich bin Redaktor der Neuen Wege, die schon erwähnt worden sind. Ich möchte euch nicht wegen den Neuen, oder doch natürlich auch wegen den Neuen Wegen, aber in erster Linie wegen diesem Beitrag von Bini Adamczak sehr empfehlen, ein solches Heft als Probenummer, sie liegt hinten auf, mit auf den Weg zu nehmen, ein Gespräch mit Bini über eigentlich genau diese Frage, was geht denn uns diese russische Revolution heute noch an? Ich arbeite bei dieser Zeitschrift als Redaktor, auch noch bei Human Rights, einer Menschenrechtsorganisation. Ich habe ursprünglich Theologie studiert und vorher, ich habe vor 30 Jahren in Berlin, in Ost-Berlin, Theologie studiert und habe dort unter anderem Marxismus, Leninismus hatten wir Lektion und das ist mir vorhin in den Sinn gekommen, als du gesprochen hast. Wir haben das, ich kann mich noch genau erinnern, bei den Theologen und Theologinnen haben sie natürlich recht gewiefte Leute dann hingeschickt als Dozentinnen und Dozenten, also nicht von den Dümmsten. Es war relativ spannend, die Diskussion. Wir haben das Kommunistische Manifest gelesen und dort genau kann ich mich erinnern, als ich so naiv als Schweizer, damals war hier Diskussion über selbstverwaltete Betriebe, solche Dinge, genossenschaftliche Ideen. Ich habe diese Fragen gestellt, die du ja auch kurz erwähnt hast, und da war große Konsternation, große Abwehr auf der anderen Seite. Ich habe mir so vorgestellt, wie in all diesen brachliegenden Ladengeschäften in vielen Vierteln Berlins, was da alles möglich wäre zu der Zeit und wie das vor allem möglich wäre unter diesen Umständen, wo Kapital keine große Rolle spielte. Aber da wurde ich gewissermaßen als sehr verwirrter Westler dann hingestellt von diesem Dozenten, damals eben als kleiner Theologiestudent in Ost-Berlin. Also, ich werde heute nicht viel sprechen. Ich möchte vor allem, dass die Gäste heute zu Wort kommen und noch fast stärker, dass ihr alle auch zu Wort kommt. Und wir möchten eigentlich so jetzt einsteigen mit einer kleinen Murmelrunde, dass wir zuerst untereinander, vielleicht immer 3, 4, 5, dort wo ihr gerade sitzt, euch zuerst jetzt nach dem, was wir von Bernd auch schon gehört haben, uns die Frage stellen, wie sehen wir das eigentlich? Also was ist für uns das, was jetzt an der Auseinandersetzung mit der russischen Revolution spannend ist? Was geht uns in unserer politischen Situation diese Revolution an? Ich lade euch ein, darüber 5, 10 Minuten zu sprechen, was zuvorderst ist, und dann starten wir hier mit ähnlichen Fragen. Jetzt möchte ich zuerst die beiden neuen Gäste vorstellen. Neben mir sitzt Tamara Funicello. Sie ist 27 Jahre alt, hier in Bern geboren, aber in Sardinien aufgewachsen. Sie absolviert seit Jahren, wie du sagst, seit Jahren ein Studium hier in Geschichte und Sozialwissenschaften an der Uni in Bern. In Bern ist sie auch zu Hause. Und Tamara ist natürlich vor allem vielen von euch bekannt als Präsidentin der JUSO Schweiz. Seit 1,5 Jahren ist sie Präsidentin der JUSO. Wir haben gesehen, dass die JUSO vor 100 Jahren schon Adressat interessanter Briefe war. Du bist auch Vizepräsidentin der SP der Schweiz und hier in der Stadt Stadträtin. Herzlich willkommen. Und neben Tamara sitzt Christoph Jünke. Christoph Jünke war lange Zeit politischer Journalist und er lebt und arbeitet heute in Bochum als Historiker. Er ist Autor und auch Herausgeber zahlreicher Werke, die direkt mit unserer Thematik zu tun haben. Zum Beispiel das Buch «Streifzüge durch das Rote Jahrhundert». Hinten liegen Flyer dazu auf. Oder zum Beispiel der Sammelband, den ihr herausgegeben habt, «Marxistische Stalinismuskritik im 20. Jahrhundert», das liegt auf dem Büchertisch hinten. Ich möchte
euch sowieso nochmals ganz herzlich diesen Büchertisch oder alle Büchertische hinten empfehlen. Speziell jetzt den, wo dieses Buch auch aufliegt, der Münstergass-Buchhandlung. Die hat uns in sehr engagierter Art und Weise mit Vorschlägen von uns und Ergänzungen von Ihnen einen Büchertisch zusammengestellt, den wir euch herzlich empfehlen. Er ist auch morgen noch da, falls morgen die spannenden Bücher noch vorhanden sind. Also herzlich willkommen auch Christoph für diese Diskussionsrunde. Bernd hat in seinem Eingangsinput, in seinem Eingangsreferat gesagt, wer grundsätzlich sich mit Alternativen befassen will, wer politische Projekte, die eine grundsätzliche Alternative zum bestehenden System darstellen, verfolgt, wer daran glaubt, wer darüber sprechen will, der oder die kommt nicht drum herum, sich mit der russischen Revolution zu beschäftigen. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Leute dann darauf angesprochen werden, wollt ihr jetzt wirklich wieder dorthin zurück? Die Frage ist also, ist das der Grund, dass wir uns jetzt weiterhin mit der russischen Revolution beschäftigen wollen, auch heute Abend? Gibt es andere Gründe? Was sind eure Gründe? Was ist für dich, Tamara, interessant, spannend, fruchtbar am Befragen der russischen Revolution? Was sind deine Verbindungen, auch aus deiner politischen Arbeit heraus, dich mit diesen Fragen, wie wir sie jetzt heute beginnen zu debattieren, auseinanderzusetzen? Ja, zuerst einmal guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, noch einen kurzen Einschub, weil Bernd, du hast gesagt, dass die Jugend sich vielleicht zu wenig mit dieser Frage auseinandersetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine andere Wahrnehmung. Ich weiß, wenn man jetzt da im Saal rumschaut, dann sieht das vielleicht nicht so aus, aber bitte vergessen wir nicht, dass sich die Jugend vielleicht heute nicht mehr in Sälen trifft, sondern halt auf Internetplattformen. Und meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass die Diskussion rund um die russische Revolution recht groß ist. Wir hatten letzte Woche eine Delegiertenversammlung mit einer Resolution zum Thema russische Revolution. Wir haben gut und gerne eine Stunde darüber diskutiert und sie dann verworfen. Aber trotzdem, es war wie eine Diskussion da und ich denke, das ist auch wichtig. Und ich glaube, es ist immer, ja, man darf nie sagen, dass es nicht passiert, nur weil man es nicht sieht. Und das passiert gerade bei den Jungen relativ oft. Und ich glaube auch, dass sich zeigt, dass die Jugend an Alternativen interessiert ist, wenn wir die derzeitigen Abstimmungsresultate in unterschiedlichen Ländern anschauen. Ich denke hier an Jeremy Corbyn, ich denke an Bernie Sanders, die zum Beispiel zu großen Teilen auch von Jugend gewählt wurden und von Jungen unterstützt werden und die auch die Jungen aktivieren können. Können, weil die Jungen eben nach Alternativen suchen. Und ich glaube, das ist wichtig im Kopf zu halten, wenn wir sagen, dass man sie vielleicht nicht sieht im Moment gerade. Da komme ich jetzt auf deine Frage. Meine Beziehung zur russischen Revolution, ich habe es vorher mit Christoph diskutiert. Ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, dass ich habe Jahrgang 1990. Ich habe den Fall der Berliner Mauer nicht mehr erlebt. Für mich ist das wie etwas, das ist passiert. Schön, war da. Ich habe vor 2 Tagen ein Neumitglied gekriegt in der JUSO, der hat Jahrgang 2004. Das sind wie, für uns ist das so weit weg. Ist so weit weg, auch, ich weiß, bei mir war es nur ein Jahr, aber bis ich das mitgekriegt habe, ist noch viel länger gegangen. Und das ist so weit weg, wir haben wie keine emotionale Bindung mehr zu dem, was die UdSSR war, zur Sowjetunion. Wir schauen das, ich glaube, mit viel mehr Lockerheit an, die ganze Geschichte. Und wir können es durch das, oder haben wir zumindest das Gefühl, analytischer anschauen und vielleicht auch einfacher kritisieren, weil es für uns nicht eine identitätsstiftende Angelegenheit war, nie, sondern es ist eine Episode in der Geschichte, die wir anschauen, von der wir sicher lernen wollen und müssen, ganz klar, aber wir haben nicht einen emotionalen Zugang zu dieser Geschichte, sondern es ist wie etwas, das war.
Und ich glaube, das ist auch mein Zugang. Ich versuche, aus der russischen Revolution zu lernen. Ich schaue, was passiert ist. Ich schaue, was wir nicht mehr machen sollten und wie wir es anders machen sollten. Aber nicht mehr als das. Vielen Dank. Wir kommen nachher weiter ins Gespräch. Christoph, dein Sammelband, den du herausgegeben hast, heißt Marxistische Stalinismuskritik. Also es geht um die eine Hälfte sozusagen der Auseinandersetzung mit der russischen Revolution, die Kritik. Was sind für dich die zentralen Beweggründe, dass das auch ein Stück weit jetzt von deiner publizistischen und von deiner wissenschaftlichen Arbeit her dein Lebensthema geworden ist? Okay, ich habe auch noch ein anderes Thema, aber ich bin da reingerutscht, das ist in der Tat richtig. Ja, ich hab drei Punkte eigentlich zum Input mitgebracht und habe jetzt die Verlegenheit, dass eigentlich schon wesentliche Punkte in den sowohl von Beat als auch von Bernd gesagt wurden und eben von dir auch nochmal wiederholt wurden. Also ich fasse es jetzt nochmal das Ähnliche, dasselbe in meine Worte. Und dann, denke ich, hat man dafür eine Grundlage für die breitere Diskussion. Also ich habe, wie gesagt, drei Punkte, die ich dann nennen würde bei der Frage, warum man sich heute damit auseinandersetzen sollte und muss letztendlich. Das eine ist jetzt ganz neutral gesagt, kann ich mich jetzt als auf die Historikerposition zurückbeziehen oder zurückziehen und ein bisschen Neutralität vortäuschen. Ist natürlich, erstmal ist es natürlich eine spannende Frage, eine historisch neue Situation für uns. Diese Revolution, die im 20. Jahrhundert wirklich so nachhaltig alles geprägt hat, war ja von Mythen ohne Ende durchwachsen, das wurde schon angesprochen. Und die Frage stellt sich in der Tat heute, weil wir gerade in den letzten 20, 25 Jahren diese sogenannte Archivrevolution haben, jetzt diesen qualifizierten Blick zu nehmen und zu gucken, was stimmt eigentlich von diesen ganzen Diskussionen, die Generation vor uns und auch noch bis zu meiner Jugend geführt hat. Und was hat sich davon als richtig erwiesen und was falsch erwiesen? Und da will ich den kleinen Faden aufnehmen von Bernd auch und das Buch, das ihr ja dankenswerterweise herausgegeben habt vom Isaac Deutscher über die unvollendete Revolution. Die wesentliche These von ihm war, und das finde ich eine unglaublich aktuelle These, die eben nicht breit unterstützt wird von den meisten Linken, dass die russische Revolution einen ganz besonderen, eigenartigen Doppelcharakter hatte als sogenannte letzte bürgerliche Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts und erste der proletarisch-sozialistischen Revolution im 20. Jahrhundert. Und zwar in der Gleichzeitigkeit liegt dieses Besondere. Und diese ganze Diskussion über den Charakter der Revolution, über das, was da abgelaufen ist, da hat Bernd ein schönes Plädoyer gehalten, das kann man heute eigentlich viel nüchterner, viel gründlicher, viel sachlicher machen und ist eigentlich auch gehalten, das zu tun. Das ist, finde ich, der erste Punkt, der es eigentlich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, das ist eine relativ neutrale Historikerperspektive. Die anderen beiden Punkte sind betreffend den politischen Intellektuellen, den linken Intellektuellen, der in meiner Person nicht davon zu trennen ist, aber analytisch. Und das wurde eben auch schon mehrfach gesagt, man kann diese Revolution, und das ist unser Problem, glaube ich, auch bei solchen Diskussionen, man kann diese Revolution nicht von ihren despotischen Folgen in den 20er, vor allen Dingen in den 30er Jahren und später lösen. Man kann einfach nicht nur über die russische Revolution reden, ohne diese Folgen mit zu diskutieren. Und das sind natürlich einfach diese großen Fragen, dass dort im Namen des Sozialismus Verbrechen gegen die Menschlichkeit quasi, wenn man diesen Begriff nehmen kann, gemacht wurden und dass sie nicht nur im sozialistischen Namen durchgeführt wurden, sondern jahrzehntelang, und das ist eine spannende Diskussion, auf die wir vielleicht später noch kommen können, auch heute noch im sozialistischen Namen immer noch gerechtfertigt werden. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe und für mich ergeben sich daraus zwei zentrale Aufgaben. Und das eine ist die Pflicht eben zur Aufarbeitung dieser eigenen Vergangenheit, die Pflicht zur Ehrung der Opfer. Also endlich diese Siegergeschichte, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, aufzubrechen und eben die Opfer dieses Prozesses eben von links auch in Blick zu bringen. Und das ist durchaus, jedenfalls in Deutschland, alles andere als selbstverständlich, so an diese Frage heranzugehen. Das ist das eine. Das zweite, der dritte Punkt ist,
eben, und das wurde auch schon genannt, daraus folgt natürlich die Pflicht, und ich sage wirklich die Pflicht in der eigenen politischen Theorie und Praxis deutlich zu machen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Das ist der linke kategorische Imperativ. Was beim Bürgertum der Faschismus ist, Adorno, kann man hier genau dasselbe umdrehen. Das ist die Aufgabe von Linken, glaubhaft zu machen, dass das nicht wieder passiert. Und das ist einerseits eine Frage der politischen Moral, das möchte ich ganz stark machen, weil es ja nicht häufig oder weil Moral etwas suspekt ist bei vielen Linken. Das ist einerseits eine Frage der politischen Moral, aber andererseits eben eine Frage der politischen Aktualität, also auch jenseits davon, weil, und das hat Bernd auch schon gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung heute überall in allen Ländern fragt, wenn du dich als Sozialist erklärst, wie stehst du zu diesen despotischen Formen? Kannst du das glaubhaft machen? Was heißt für dich Sozialismus? Was heißt für dich sozialistische Demokratie? Das heißt, wenn man überhaupt einen Zugang haben will, und ich finde, ohne das werten zu wollen, das fragt die Mehrheit der Bevölkerung zu Recht. Und da muss man eine Antwort darauf finden. Und das geht eigentlich nur, wenn man sich mit diesen Fragen, mit dieser Geschichte auseinandersetzt. So, das sind die beiden Punkte. Ich betone nochmal, einerseits eine Frage der politischen Moral, andererseits der politischen Aktualität. Und das macht die Diskussion so schwierig, weil es eben eigentlich eine schwierige Diskussion für unsere, bis in meine Generation ist. Aber eben, das ist die Aufgabe, das kritisch aufzuarbeiten. Und ich denke, jetzt nur andeutungsweise positiv gesagt, es ist auf jeden Fall die Aufgabe, die sich die Kämpfer und auch die Opfer dieser Revolution heute von uns erwarten würden. Also man ehrt damit die Geschichte selbst. Und man ehrt, oder das wäre die Hoffnung, man gibt auch den heutigen Emanzipationsbewegungen etwas mit an die Hand, eben für heute, was das heißt. Also sozusagen, was sind die Lehren, diese berühmt-berüchtigten Lehren der Geschichte? Und das ist, denke ich, in der Tat nicht wirklich sehr sexy in den Diskussionen. Da schrecken viele vor zurück. Nichtsdestotrotz, es ist eine historische Bringschuld, die, denke ich, linke und progressive Intellektuelle haben. Und das wären meine drei Punkte nochmal zum Einstieg. Vielen Dank. Ich möchte gerade dich, Tamara, nochmal fragen. Diese Bringschuld, spürt ihr die auch? Oder jetzt bei eurer Resolution, die ihr versucht habt zu formulieren, war das ein Teil der Auseinandersetzung? Wie gehen wir kritisch mit der russischen Revolution um mit linken grundsätzlichen Alternativen überhaupt gehört werden zu können? Also um diese moralische Frage auch, auf diese moralische Frage wirklich auch Antworten zu haben. Bist du in deiner politischen Arbeit mit diesen Fragestellungen konfrontiert? Ja, also ich glaube, das ist etwas, das kommt sofort. Da stimme ich dir absolut zu. Also ich meine, in jeder Diskussion, die man führt, wo man sagt, man ist Sozialistin, kommt eigentlich sofort die Reaktion, ja, willst du zurück in die Sowjetunion oder willst du nach Venezuela? Das sind so die zwei Optionen, die sich in regelmäßig abwechseln. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, eine Auseinandersetzung zu haben zu dieser Thematik. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass sie eben fundiert ist, weil es nicht so einfach ist, einfach eine Position zu fassen auch dazu. Und weil ich glaube, dass es für uns als Linke wichtig ist, diese Selbstkritik auch zu üben. Und diese Selbstkritik ist, um Rosa Luxemburg zu zitieren, Selbstkritik ist das Lebenslicht und die Lebensluft unserer Bewegung. Und diese Selbstkritik, die muss stattfinden und die muss eben auch in der russischen Revolution stattfinden, so wie in allen anderen Bereichen auch. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass wir das machen müssen. Wir waren eben der Meinung, nicht nur in einer Resolution, sondern ein bisschen größer als auf anderthalb Seiten, wo man das versucht hat. Darum wurde sie auch abgelehnt. Aber ich glaube, dass das schon ein Teil ist dessen, was passieren muss, ja. Und wie geht denn das ganz konkret? Also um welche ganz konkreten Auseinandersetzungen, Themen jetzt im Zusammenhang mit der russischen Revolution geht es? Das nehme ich Wunder nochmal von allen hier, vielleicht zuerst von dir. Und auch die Frage, in welchen Zusammenhängen muss diese Selbstkritik, diese Auseinandersetzung mit der russischen Revolution
passieren oder in welchen Zusammenhängen ist sie produktiv? Du hast von einer Selbsthilfegruppe gesprochen. Ihr seid dort sehr breit aufgestellt im DNSIM, dass gerade Leute auch aus verschiedenen Traditionen an diesen Auseinandersetzungen beteiligt sind. Ist das eine mögliche Hilfe gewissermaßen, um diese Auseinandersetzung produktiv führen zu können? Ja, ich denke, diese Breite ist eine unbedingte Voraussetzung, um das zu erfüllen, was Christoph gerade eben vorgeschlagen hat. Weil, ich sage mal, bestimmte Traditionslinien der Linken, die Libertären, die haben natürlich von Anfang an auf Kronstadt einen anderen Blick als alle die, die sich irgendwie aus dem Bolschewismus kommend, auch als Post und so weiter, Bolschewiki verstehen, also heute was anderes, oder sich auf den Weg gemacht haben, was anderes sein zu wollen. Das ist klar, das wird nicht ohne Diskussion ablaufen, aber diese Breite gibt es ja in der Realität. Und das war unser Versuch. Also diese Selbsthilfegruppe sagt ja schon genug, als Ei des Kolumbus haben wir eben nicht erfunden und das Kommunismus auch nicht. Aber nochmal deutlich zu machen, dass es diese Breite von Linken gegen den, in manchen Medien in Deutschland hegemonialen Block, kann man schon sagen, von neostalinistischen Argumenten, wo man eher abwiegelt, so eine Diskussion wieder zu führen, wo doch alles jetzt so schön vorwärts geht für die Linke und so weiter und so fort. Also das so breit zu führen. Und ich sage auch mal, dass durch das, was Tamara noch mal sagte, das habe ich jetzt auch, also den letzten Teil, den ersten, da habe ich meine Zweifel. Ich bin sehr froh, dass es so ist, wie du sagst, weil meine Diskussionen, die ich so auch mit jüngeren Leuten geführt habe, die gehen eben genau in die Richtung, wie ich sie vorgestellt habe. Ja, was geht uns das überhaupt noch an? Es ist doch so weit weg, es ist doch so anders, als es heute ist, wo wir das Internet haben und die Globalisierung und so weiter und so fort. Aber umso besser, wenn das so ist, wie du sagst. Aber der zweite Teil, den finde ich sehr wichtig. Nämlich, dass die neue Generation ohne identitäre Probleme zu haben, heute sachlich darüber diskutieren kann. Man muss nicht wie eben vor zwei Generationen noch sich gegenseitig die Köpfe einschlagen über der Frage, wie stehst du zur russischen Revolution oder welche Fraktion in der russischen Revolution vertrittst du, so war das ja mal. Und es ist sehr gut, dass diese Zeit endlich vorbei ist. Das ermöglicht das. Also das wäre erstmal sozusagen meine Grundsatzaussage. Ansonsten denke ich mal, darum habe ich das vorhin auch versucht, nochmal stark zu machen, alle unsere Vorhaben und Programme, was auch immer, unsere Diskussionen, die wir über Alternativen führen, müssen wir vor allen Dingen auch an den heutigen Bedingungen festmachen. Und ich sehe, dass wir die heutigen Bedingungen, dass sie so wirklich tatsächlich uns andere Möglichkeiten an die Hand geben, als es im 20. Jahrhundert im Beginnenden gerade der Fall war, wo alles wirklich auf zentralistische Großorganisationen hinauslief. Auf die Entmachtung der Arbeitenden in der Arbeit durch Taylorismus. Der Staat nahm immer mehr Dinge in die Hand, hatte auch gute Seiten, aber er kontrollierte auch alles. Das heißt, bis in den letzten Winkel der Gesellschaft hat sich Kapitalisierung und Durchstaatlichung erst hergestellt. Und die Arbeiterbewegung reproduzierte in ihren eigenen Reihen die Hierarchien, die auch in der Wirtschaft existierten. So, das ist heute vorbei. Heute geht es um Dezentralisierung, um Vernetzung, um die Durchbrechung von Informationsmonopolen, auch durch sozusagen Gruppen von unten. Heute leider erfolgreicher eher von der Rechten als von der Linken benutzt im Moment, aber das liegt nicht an der Kommunikation an sich, sondern das liegt sozusagen an der politischen Gesamtlage. Also insofern denke ich mal, sollten wir genau diese Fragen in den Vordergrund stellen und auch gucken, systematisch und deutlich machen, was denn heute anders ist, was uns die Chance gibt, das zu verwirklichen, was die beiden gesagt haben. Was ist heute anders? Wo seht ihr zentrale Punkte für die Diskussion? Ich denke, heute ist auch in der Tat auch, dass heute vieles anders ist. Wir sind keine rückständigen Bauerngesellschaften mehr in der Mehrheit. Wir haben nicht diese soziologischen oder gesellschaftlichen Grundlagen, solche Sachen. Also da stimme ich vollkommen zu, aber ich will so ein bisschen Wasser in den Wein schütten und sagen, aber wo es sozusagen trotzdem eine gewisse Aktualität oder Anknüpfungspunkt gibt, das an zwei Punkten. Das eine wurde, glaube ich, von Beat schon gesagt am Anfang.
weil es ist eben als Revolution, hat es eben sehr starken russischen Charakter, aber es weist eben wie jede Revolution, vor allen Dingen auch wie proletarische oder sozialistische, könnte man jetzt länger darüber diskutieren, Revolution, eben auch allgemeine Charakteristika. Und um die ist es natürlich besonders spannend, wenn man auf heute zu reden kommt. Und da ist schon genannt worden, eben, dass das Verhältnis von politischer und sozialer Freiheit offensichtlich sehr viel komplizierter ist, als man sich das im 19. Jahrhundert gedacht hat bei den Klassikern, auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Also die Frage der politischen und der sozialen Demokratie. Das ist, da könnte man jetzt länger, wir werden da vielleicht morgen drauf zurückkommen, ich will das jetzt nicht sagen, aber da scheint mir wirklich ein Problem zu sein, an dem die Bolschewiki nicht aus bösem Willen, sondern aus objektiven Bedingungen sozusagen auch gescheitert sind, weil sie da bestimmte Blockaden hatten, weil die Geschichte damals bestimmte Blockaden hatte. Diese Gleichzeitigkeit von politischer und sozialer Freiheit und was das eigentlich heißt, das ist die ganze Rätediskussion, der Parlamentarismus, also das scheint mir eine allgemeine Frage zu sein, die damals schon eine Rolle spielte und die heute wieder eine große Rolle spielt. Ein anderer Punkt finde ich eigentlich noch diffiziler, ist natürlich die Frage des, ich würde es mal zuspitzen, auf den Avantgardismus. Das heißt, politische Bewegungen haben immer ein Stück Avantgardismus und gerade auch linke Bewegungen im Sinne von Vorhut, im Sinne von, könnte man auch länger drüber reden, aber damit stellt sich eben ein Problem. Und das ist eben das Problem, wenn sich diese Avantgarde verselbstständigt. Und das ist der Fall eben auch gewesen in Russland. Also auch hier haben wir eigentlich ein klassisches Beispiel, wie sich politische Bewegungen, die als Avantgarde beginnen und sich ja eigentlich selbst auflösen wollten, das wollten die Bolschewiki ja in diesem Sinne durchaus, aber sie haben sich eben verselbstständigt und sind dann zu einer bürokratischen Kaste geworden. Und das ist natürlich ein Problem, was durchaus zeitgemäß ist. Ne? Also linke Politik, die sich verselbstständigt in Organisationsformen. Da haben wir durch die Bank weg ein Problem und nicht nur bei kommunistischen Traditionen, sondern durch die Bank weg in allen linken Traditionen. Und das ist ein kompliziertes Problem, denke ich, und ein aktuelles Problem. Also das sind sozusagen so zwei Punkte, wo ich sage, oh, da steckt was drin, was eben auch heute noch aktuell ist. Tamara, also die beiden Punkte jetzt, die Frage Demokratie und Freiheit oder die Frage des Avantgardismus und der Verselbstständigung, dass sich dann alles in Institutionen verfestigt, ist das eine zentrale Diskussion heute? Ja, ich glaube, es ist definitiv eine der zentralen Diskussionen. Ich glaube, es ist aktueller denn je. Und ich denke auch, dass das ein der Probleme, also dass das Probleme sind, die wir mitnehmen müssen. Und ich meine, wenn ich die Diskussionen heute anschaue, und das ist genau das, was heute die Frage ist, oder? Partei oder Bewegung, ist dann eine Partei eine Bewegung? Wie genau sieht das aus? Kann das überhaupt das Gleiche sein? Die Diskussion, die ich glaube jetzt zum 25. Mal gestern geführt habe, zu wem sprechen wir eigentlich und wer ist das handelnde Subjekt einer dieser Bewegungen oder eben der Partei und sollte die Partei dann diese alle einen oder nicht? Ja, das sind nicht einfachen Fragen, die wir da aufwerfen und ich glaube auch 100 Jahre später haben wir die nicht beantwortet. Ich glaube, was wir lernen können, ist, was wir nicht wollen. Wir wollen dann einfach nicht, dass es eben so eine bürokratischen Kasten gibt, die dann einfach von oben nach unten diktiert, was passieren soll und es dann im Notfall dann halt einfach auch mit Gewalt durchsetzt. Das ist das, was wir nicht wollen. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie sollte dann eine Revolution aussehen, damit wir eben nicht die gleichen Fehler machen wie damals. Und unser Vorteil im Vergleich zu 1917 ist, dass wir 100 Jahre Geschichte mehr haben. Wir haben 100 Jahre mehr Erfahrung, wir haben Erfahrungen in unterschiedlichen Revolutionen, Versuche von sozialistischen Revolutionen, aber wir haben auch Erfahrungen von Bewegungen außerhalb der klassischen ArbeiterInnenbewegung, auf die wir zurückgreifen können. Und für mich ist zum Beispiel sehr, sehr klar, eine Revolution, die wird feministisch oder unbedeutend. Und ich glaube, das konnte man 1917, korrigiert mich, wenn das anders ist, aber nicht sagen. Und ich habe also den feministischen Touch an der Revolution in 1917 ist doch sehr klein gewesen und wurde sehr fest an den Rand gedrängt, die sogenannten Frauenfrage. Und für mich, um das zu verdeutlichen, was feministische Revolution heißt, das heißt einfach, dass man eben Demokratie so denkt, dass man sich überlegt, nicht nur, wer sagt eigentlich etwas,
sondern auch, wer schweigt und wieso schweigen die? Welche strukturellen Problematiken gibt es, dass einfach nicht alle Leute sich daran beteiligen? Und ich glaube, das sind die Herausforderungen, die wir mitnehmen müssen und wo wir wissen, was passiert ist vor 100 Jahren, ist eben auch passiert, weil nicht alle die Möglichkeit hatten, sich zu äußern, weil eben diese Demokratie nicht so gelebt wurde, wie sie angedacht wurde, sondern weil man sie einfach dort, wo es dann gefährlich wurde, man immer einen Grund gefunden hat, um zu sagen, ja, jetzt muss ihr halt schweigen, weil wir müssen das jetzt so durchziehen, weil das ist halt einfach so. Eine spannende Herausforderung ist ja, ob wir am Konzept, am Begriff Revolution festhalten. Das schwingt ja mit in dem Moment, wo wir uns mit 100 Jahren russischer Revolution auseinandersetzen. Du hast jetzt gerade sehr deutlich gemacht, also du hast festgehalten an der Frage, wir lernen von Revolution und wir suchen die Revolution, die feministische Revolution, hast du gesagt. Wie siehst du das, Bernd? Das Konzept Revolution, ist das etwas, was wir vor der Folie der russischen Revolution weiter aufrechterhalten können? Ich würde so sagen, auf der Ebene, die Christoph angeschlagen hat, abstrakt und allgemein natürlich ja, weil da ist jede Revolution vergleichbar. Zu dem Avantgarde, Masse und so weiter, das wird ja immer bleiben, sage ich mal, auf der allgemeinen Ebene. Ein anderes Thema wird, das hat uns in der DDR 89 sehr betroffen, ich sage mal, jede Revolution hat im Prinzip zwei grundlegende Phasen. In Russland ist sie so schön klassisch, sind sie auseinandergefallen, nämlich die Beseitigung des alten morschen Regimes und dann die Schaffung neuer Institutionen. Und um die geht dann der Kampf. Wie sehen die aus? Welche Klasse, welche politisch-sozialen Gruppen übernehmen die? Und so weiter und so fort. In dieser Phase hat uns jedenfalls dann Helmut Kohl übernommen, was nicht in der Absicht der ersten Phase lag, um es mal sehr vereinfacht zu sagen. Gut, aber auf so einer Ebene müssen wir natürlich auch Revolutionsfragen diskutieren und da gibt es dann noch mehr. Im konkreten Sinne, wo es uns angeht, denke ich, ist vieles doch sehr, sehr anders. Nicht nur wegen der Agrargesellschaft, die wirklich frisch aus dem Mittelalter kam und mit sehr barbarischen Zügen behaftet war. Lenin hat dies immer wieder sozusagen, also überhaupt muss man sagen, die Marxisten in Russland, egal welche Fraktion, die waren die Westler, ja, mit den Liberalen zusammen, weil sie sahen, Russland muss jetzt endlich modern werden, zur Kultur der Europäischen aufbrechen und. Mit vielen Problemen, die es dann auch machte. Aber ein anderer Aspekt, auf den ich hinaus will, das betrifft nicht nur die russische Revolution, sondern überhaupt alle Revolten und Revolutionen am Beginn des 20. Jahrhunderts. Die hatten eine völlig andere Klassenzusammensetzung des Proletariats als Hintergrund, nämlich eine sich entwickelnde, sich zentralisierende von Blaumännern, ich sage es bewusst in dieser männlichen Form sozusagen, bestimmte Industriearbeiterschaft, die dann nochmal überlagert wurde durch die neuen bürokratischen Schichten, spitzig auch politisch zu sozusagen, nämlich die neuen Angestellten. Und das klappte so lange, wie die digitale Revolution die Angestellten jetzt nicht arbeitslos gemacht hat. Das ist das, was wir seit jetzt nunmehr 30 Jahren ungefähr oder ja, seit Ende der 70er Jahre erleben, dass die nicht mehr nur auf Handarbeit beruhen, in dem Moment sind sie ersetzbar. Vorher wurden sie immer in immer größeren Apparaturen, wurden sie immer wichtiger in der Verwaltungsarbeit und. Und es ist eine neue Art von sozialer Gruppe, Großgruppe im Grunde seit 68 entstanden, als Teil der proletarischen Schichten, die aber nicht mehr zusammengeht mit den Blaumännern und auch nicht mit den Blaufrauen. Das ist sozusagen die proletarisierte Intelligenz, ja, die selbst inzwischen prekär, zu großen Teilen schon prekär lebt und die in sich selber sozusagen Züge trägt, sowohl von kommandierender Arbeit als auch von kommandierter Arbeit, die auch nicht unbedingt sozusagen über sich die neuen Chefs wollen, die klassischen Hierarchien nicht mehr mitmachen. Das sind in der Regel auch die Träger der neuen sozialen Bewegung gewesen seit den 70er, 80er Jahren und all dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das Problem ist so, dass wir eine Spaltung haben zwischen, hat sich so historisch so ergeben, und vor der Aufgabe, wir meines Erachtens stehen, sie zu überwinden, nämlich zwischen den neuen sozialen Bewegungen und den alten sozialen Bewegungen, dass die marginalisierten Traditionsarbeiterinnen und Arbeiter von der großen Teilen der Linken hängen gelassen worden
Das ist eine Basis für den Aufstieg der neuen Rechten, aus meiner Sicht sozusagen. Die Linke hat sich sehr um sich selber noch gekümmert. Immer mehr, je mehr sie akademisch geprägt war, hat nicht mehr die Solidarität mit den anderen prekär Lebenden geübt. Aber das ist eine Chance historisch für uns und eine Aufgabe, wieder sozusagen neue Bündnisse knüpfen zu können einerseits und andererseits zu großen Teilen inzwischen proletarische und proletarisierte, sagen wir mal, im Sinne von kein eigenes großes Kapital, prekär lebend, von Auftrag zu Auftrag und so weiter und so fort, also mit all diesen Dingen, sozialen Dingen ausgestattet, gleichzeitig eine solche Gruppe, halt, jetzt habe ich den Aufbau des Satzes, ich fange nochmal neu an. Also es ist auch eine Chance, dadurch, dass die Intelligenz selber proletarisiert wird, zu großen Teilen inzwischen, dass wir eben genau flache Hierarchien haben, nicht wieder die alten Avantgarde-Typen haben und so weiter oder immer wieder, dass die kritisiert werden und dass sozusagen die neuen modernen Produktivkräfte auch eine Chance durch Vernetzung bilden, dass wir nicht in die alten autoritären Muster verfallen, autoritär auch wie die westliche Sozialdemokratie, die ja auch sozusagen extrem hierarchisch war, nicht nur die Kommunisten, sondern dass wir eben diese Zeit überwinden könnten. Andererseits hat Christoph natürlich recht, dass wir vor den Gefahren heute auch nicht gefeit sind. Denken wir an den Chavismus in Venezuela oder so, da sehen wir das ja auch. Ne? Aber das ist auch noch einmal eine andere Gesellschaft als die deutsche oder die schweizerische von heute. Gut, das war jetzt schon viel. Ja, jetzt sind wir also mitten in der Diskussion, was anders ist, was neu ist. Sind neue Subjekte da oder auch Subjekte, die vor 100 Jahren unsichtbarer waren, die Frauen zum großen Teil. Es sind neue Klassen, die sich formieren, hast du jetzt gesagt. Es gibt ganz andere Formen sozialer Bewegungen als vor 100 Jahren. Ich finde die Diskussion sehr spannend, weil der Hintergrund der russischen Revolution sehr präsent ist jetzt in diesem Gespräch. Und ich möchte jetzt eigentlich gerne öffnen, dass wir Fragen einbeziehen, Beiträge von euch in diesem Spannungsfeld russische Revolution. Was ist an Bedingungen, an Voraussetzungen, an politischen Prozessen eben nach 100 Jahren Geschichte oder nach 100 Jahren Erfahrung, wie du es gesagt hast, anders. Wer macht einen Anfang? Das ist wieder der Schweizer Moment, aber es kommt. Es wird doch eine politische Gruppe geben. Ja. Da hinten ist eine Meldung. Hier vorne dann, ja, bitte. Mein Name ist Joe Lang. Ich werde morgen über die Demokratiefrage etwas erzählen. Deshalb werde ich hier dazu jetzt nichts sagen. Aber vieles, was hier gesagt wurde, hat schon einige dieser Fragen aufgeworfen. Also ich werde, wenn ich vom Demokratiedefizit, um es etwas verharmlosend auszudrücken, werde ich natürlich auch von Marx und Engels reden müssen. Gut. Ich wollte eine andere Frage aufwerfen. Bernd hat in seinem Vortrag sich etwas lustig gemacht über Leute, die Lenin als Friedenskämpfer auffassen. Und du hast zu Recht das Zitat gebracht, ja nein, die Logik war Krieg dem Krieg. Und das war ja eine der großen Diskussionen in der Schweiz zwischen dem Kopf der neuen Wege, der Lenin gekannt hat, der hat auch für Trotzki hat er ein Buch übersetzt, nämlich Leonard Ragaz, und den Bolschewiki, die hier in der Schweiz waren. Die Gewaltfrage. Aber jetzt möchte ich die Frage stellen, sind diese Pazifisten so daneben? Vielleicht ist die Revolution im engen Sinne des Wortes gar nicht so gelaufen, wie es Lenin, aber auch Trotzki im Kopf hatten. Gibt es nicht einen Gewaltfetisch diesbezüglich in der Linken? Und es gibt dafür ein ganz schönes Beispiel. Der Sturm auf das Winterpalais kostete 6 Menschenleben und mehr durch Verwirrung als durch Kampfhandlung. Ein paar Jahre später hat Eisenstein einen Film gemacht über
den Sturm auf das Palais. Aber dieser Film durfte nicht der Wirklichkeit entsprechen, sondern er musste dem entsprechen, was in den Köpfen der Revolutionäre eine Revolution sein musste, auch wenn sie anders gewesen ist. Und das Paradox war, er hat Kampfhandlungen dargestellt im Oktoberfilm, die es gar nicht gegeben hat. Und diese Kampfhandlungen beim Filmmachen haben mehr Todesopfer gefordert als der wahre Sturm aufs Winterpalais. Und diese Gegenüberstellung aus meiner Sicht hat, wenn wir die russische Revolution betrachten, jetzt wirklich im engen Sinn des Wortes, die war relativ gewaltlos, weil die Situation war derart überreif, dass quasi die Revolutionäre wie ein Messer durch warme Butter fahren konnten. Und wenn wir die französische Revolution betrachten, kommen wir zu einem ähnlichen Bild. Die wirklich revolutionären Momente, die waren viel gewaltloser, als wir es in den Köpfen haben. Der Bastille-Sturm, da hat es auch mehr Tote gegeben durch Irrtümer als durch Kampfhandlungen. Der Hauptgrund war immer der, die Revolution war so weit fortgeschritten, dass die repressiven Köpfe, also die repressiven Kräfte, Trotzki hat es so ausgedrückt, in diesem Glutofen von Petrograd geschmolzen sind und selber zu Revolutionären wurden. Das heißt, wer nach Petrograd geschickt wurde zum Unterdrücken, war in der Kürze selber ein Teil des Problems, das er hätte lösen müssen. Also, ich möchte die Diskussion öffnen, ja, Joe. Ja, okay. Ja. Einfach die Frage, ich weiß, dass das bislang nicht häufig diskutiert wurde. Denken wir bei der Revolution nicht zu einfach, zu schnell an Gewalt? Revolution definiert sich über etwas anderes. Gut, klare Frage. Wer geht darauf ein? Kann auch von euch sein. Ja. Ich teile das, was du sagst, dass die revolutionären Vorgänge in ihren Kernen oft ein ganz anderes Gesicht haben als das gewalttätige Gesicht, das sie dann in den Debatten darüber bekommen. Aber trotzdem bleibt ein großes Problem, und das hat mich immer sehr beschäftigt mich heute noch. Gar nicht so sehr die Frage der Revolution als irgendein Schema oder eine Schablone, sondern die Frage, wie geht die Linke damit um, dass wenn sie an bestimmte Punkte kommt, an denen es eben wirklich um die Wurst geht, wie beispielsweise neulich in Griechenland, als es um die Wurst gegangen ist, eine Konfrontation mit der EU, der Troika und so weiter, in Lateinamerika auch in neuer Geschichte, in Frankreich beispielsweise 1981 Mitterrand-Regierung, die eigentlich in eine andere Richtung gehen wollte, aber dann massiven Widerstand bekommen hat von bürgerlicher Seite. Und dann, wenn du dann diese Konfrontation wagst und in diese Konfrontation gehst, dann kannst du einfach nicht sicher sein, was für Kräfte das entfesselt, weil wir eben mit Gegnern konfrontiert sind, die uns dann nicht den roten Teppich ausrollen und den Bewegungen nicht sagen, ja, ihr habt eigentlich recht und Varoufakis, du bist ein Kluger, du hast eigentlich recht, sondern die tun genau das Gegenteil, nämlich alles, um solche starken, eigenständigen Bewegungen, die wirklich Alternativen ins Spiel bringen könnten, wieder zurückzuschlagen. Und das beschäftigt mich schon immer noch, und da bin ich immer noch beunruhigt, und ich meine, wir sollten beunruhigt bleiben über das, was dann an gewalttätigen Konfrontationen eben auch ins Spiel kommen kann. Und die Dynamik, die diese haben, die lassen sich nicht voraussehen. Und gleichwohl, das wäre dann eine Lehre aus der russischen Revolution, wir müssen uns beschäftigen mit der Frage, wie wir in solchen Prozessen möglichst demokratiebeteiligungsorientierte Formen der Auseinandersetzung finden. Das scheint mir die Aufgabe zu sein, ohne dass wir ein Gewehr haben können, dass uns dann alles einfach gelingt. Vielleicht, ja. Der Mut zum Risiko, aber eben die Frage schwingt mit, ist das auch der Mut zur Gewalt? Wollt ihr da noch etwas dazu sagen? Also nee, 1917, ich wollte erst mal sagen, ich habe mich nicht über Pazifisten lustig gemacht, sondern was ich gesagt hatte vorhin, war im Kontext
dass man Lenin mystifiziert oder die Bolschewiki mystifiziert. Das ist ein bisschen was anderes gewesen, indem man eben sagt, sie waren Friedenskämpfer, dass die realen Revolutionen anders laufen manchmal und so weiter. Aber das ist das eine. Aber im Kopf war ihnen völlig klar, das läuft auf den Bürgerkrieg hinaus und sie wollten den Weltbürgerkrieg organisieren. Weltrevolution bedeutete für sie Weltbürgerkrieg. Und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Und das ist so, da kann man dann drüber diskutieren, inwiefern ist das zeitlich bedingt. Das lief ja mit vielen anderen Dingen zusammen, die man heute auch anders diskutieren muss. Und ich selber würde auch meinen, wenn man ernsthaft über veränderte Bedingungen redet, muss man auch, ich ahne, dass ich jetzt hier grummeln vielleicht davor, über sowas wie die friedlichen Revolutionen in Osteuropa diskutieren, die wir 89 gehabt haben. So, manche waren Revolutionen, manche waren Revolutionen oder Reform von oben, das war ja unterschiedlich, aber die waren ja auch friedlich verlaufen. Nun hatte das hier eine wahrscheinlich klar erkennbare, sozusagen eine zentrale Macht- und Problemstellung gehabt, nämlich dass sozusagen das Mutterland der Systeme, die Sowjetunion selbst, in der Auflösung war und nicht mehr einmarschiert ist, das ist klar. Aber es war eine veränderte Bedingung für die revolutionären Prozesse, die sich in den verschiedenen Ländern abgespielt haben. So, und das Einzige, was an Blut geflossen ist, war ist sozusagen in Rumänien gewesen. Das war an der russischen Revolution ein Klacks, aber immerhin sehr viel mehr als in allen anderen Ländern in der Tschechoslowakei, der DDR und so gelaufen ist. Unabhängig, wie das dann ausgegangen ist. Also das ist schon nochmal auch ein Anlass zu diskutieren, wie könnte denn heute Revolution anders funktionieren. Wenn wir die ganzen Prozesse im post-sowjetischen Raum erleben, unabhängig davon, wie wir das politisch im Detail beurteilen mögen, aber wie Bevölkerung sozusagen Regime absetzt, das ist ein hochinteressanter und spannender Vorgang, der, glaube ich, über die osteuropäische Realität weit hinausgeht, worüber man nachdenken sollte. Christoph? Ich möchte das unbedingt unterstützen, was Bernd sagt. Ich habe den Eindruck, je näher wir an die Jetztzeit kommen und an unsere unmittelbare europäische Umgebung, da wo Ansätze von Revolutionen waren, war das Interessante, dass sie überwiegend eben gewaltlos gewesen sind. So, und das, finde ich, ist schon auf jeden Fall ein Gedanke, den man durchspielen muss. Hat auch seine Logik, wenn man fragt, wo kommt die Gewalt nicht nur, aber wesentlich her von der russischen Revolution, natürlich von den Soldaten des Ersten Weltkriegs, die verroht waren, und vor allen Dingen von den Bauern. Es war eine Bauernrevolution. Alle Bauernrevolutionen in der Geschichte sind brutalste Gewaltexzesse, immer gewesen. Also insofern auch hier, Winterpalais ist ein richtiges Stichwort, finde ich. Also finde ich absolut unterstützenswert. Ich teile dieses Unmutsgefühl, ne, weil es muss natürlich wahrscheinlich eine Form von Bruch kommen, und wie soll das gehen ohne Gewalt? Aber an sich finde ich, die Rolle von Gewalt müsste eigentlich ganz gering werden. Und eine ganz praktische Frage, was ja so heutige Leute, wenn sie sich auf die bolschewistische Revolution immer noch berufen, sagen, was eine der wichtigen Forderungen ist, die Bewaffnung des Volkes. Und da würde ich sagen, da bin ich hundertprozentig bei dem Einwand. Nein, wozu soll das denn gut sein? Wozu soll das gut sein? Sehe ich überhaupt nicht. Also da eine grundsätzliche Gewaltlosigkeit, das finde ich einen ganz, ganz ernsthaften, guten Gedanken. Weil ich glaube wirklich, dass wir da wirklich gesellschaftlich weiter sind in der Hinsicht. Und, ja. Ja, bitte. Ich weiß einfach nicht, ob die Frage ganz so einfach ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Unbehagen bei dieser Frage grundsätzlich, weil, also ich denke, denken wir im Moment gerade an Venezuela, oder? Was ist die Antwort? Also da gibt es auch Forderungen, bewaffnet das Volk. Soll das etwas bringen? Ich weiß nicht. Die Gewalt kommt ja nicht unbedingt in der Revolution, sondern häufig auch in der Konterrevolution. Und die geht nicht von denen aus, die Revolution gemacht haben, sondern eben von der Gegenseite. Und solange wir Sozialismus in einem Land haben, müssen wir wieder davon ausgehen, und das ist empirisch bewiesen, dass dann einfach von außen auch andere Reaktionen kommen. Das ist nicht ein Plädoyer dafür, das Volk zu bewachen, absolut nicht. Aber ich glaube, es ist eines extrem schwierige Frage für die Linke, weil sich da dann, also
Ich meine, ich hätte nicht den Mut, eine Waffe in die Hand zu nehmen und auf jemanden zu schießen. Aber ich sehe auch, dass wie eine ein Selbstschutz da sein sollte, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Und ich glaube, es ist einfach nicht so einfach abgetan mit so, ja, wir. Es ist nicht eine Entweder-Oder-Frage und es ist vor allem nicht eine Frage, die wir, glaube ich, jetzt beantworten können, weil das viel zu schwierig ist, weil wir nicht in dieser Situation drinnen sind. Und ich glaube, wir machen es uns zu einfach eine Position zu beziehen und zu sagen, wenn dann die Revolution kommt, dann machen wir es genau so. Weil ich glaube, diese Situation können wir uns alle nicht vorstellen. Und ich wehre mich einfach dagegen zu sagen, so machen wir es, weil ich bin immer sehr... Ich finde es doch trotzdem sehr spannend, wie viele Leute dann wissen, was wir dann genau machen, wenn es dann soweit ist. Weil das zum einen sehr undemokratischen Ansatz hat, weil man dann ja schon eine Gruppe hat, die weiß, was man macht. Und wir ja eigentlich eine demokratische Revolution wollen. Und das Zweite ist es sehr paternalistisch. Und darum, ich hüte mich immer davor, da zu genau zu sagen, was dann sein soll. Merci. Weitere Fragen? Ich bitte euch, kurz zu sein, oder ich appelliere auch, man darf auch sehr kurz sein, man darf auch dumme, einfache, persönliche Fragen stellen, alles ist möglich. Mir ist es ein Anliegen, dass alle, die etwas einbringen wollen, das können. Du warst zuerst. Ja. Er noch zuerst und dann nachher. Ja, ich denke auch, es ist wie schwierig, in unserer Situation sich zu überlegen, was müssen wir dann während der Revolution machen, damit es nicht gewalttätig oder kontrrevolutionär herauskommt. Aber, weil bis dahin, wir wollen ja zuerst die Kräfteverhältnisse verändern und sind damit vollauf beschäftigt. Aber vielleicht wäre das doch dann wie das Thema, dass wir anhand der russischen Revolution wie schauen müssten, was können wir davon lernen. Also da... Ich gehe noch davon aus, das wird vielleicht auch in Zukunft so sein, dass ein wesentliches Merkmal war ja, dass sehr schnell viele Probleme und Fragen auftauchten, die die Bolschewiken oder andere nicht vorher behandelt haben, sondern sie waren wie Kindergärtner, standen sie vor großen neuen Aufgaben, die gelöst werden mussten. Das war das eine. Und das andere war die kontrrevolutionäre Gewalt auch. Soll man jetzt einfach die eigenen Positionen aufgeben oder nicht? Da ist es ja sehr schwierig, dann demokratisch zu bleiben, herrschaftsfrei zu bleiben, schwache Hierarchien zu haben. Aber vielleicht die Frage an die russische Revolution, ja, auf was ist dann zu achten? Oder wo haben Sie ungezwungen Positionen, antiautoritäre, gewaltfreie, demokratische, aufgegeben, die Sie nicht hätten tun müssen? Das ist die Frage an die russische Revolution zugunsten von uns. Danke. Ich möchte 2, 3 weitere Stimmen aufnehmen und dann wieder hier weiter diskutieren. Bitte. Mein Name ist Beat Schneider. Ich bin aus Bern. Und ich war diese Woche schon einmal auf einem Podium mit Joe Lang, mit einem SVP-Grossrat zur Oktoberrevolution. Und mein Anliegen war dort eigentlich an der Geschichte der Sowjets zu zeigen, dass man paradigmatisch, also dass man sehr schön an der Geschichte der Sowjets von 1900, im April 17, beziehungsweise schon im Februar 17, bis dann im Januar 1918 die Geschichte des Scheiterns der Oktoberrevolution nachvollziehen kann. Und ich habe gemerkt, dass man von dem Narrativ Distanz nehmen sollte, dass es quasi eine gute Situation gab in der Revolution, Lenin und Trotzki, und dann kam Stalin. Ich denke, schon am Anfang war einiges wurmig, würde ich jetzt einmal so sagen. Da waren einige Paradigmen, schon einige Sachen drin bei Lenin, vor allem nach dem April, was da geschehen ist. Und ich möchte eigentlich heute von einem Scheitern der Oktoberrevolution reden. Und es gibt aber ein dreifaches Scheitern, und das möchte ich den Blickwinkel ein bisschen erweitern, nur kurz. Die bürgerliche Demokratie scheint mir ebenfalls ziemlich stark ins Rotieren gekommen zu sein. Die neodemokratische Agenda hat die bürgerliche Demokratie, die Liberale, eigentlich
in vielen Teilen an die Wand gefahren, sodass man von einem Scheitern auch dort reden müsste. 100 Jahre nach der Oktoberrevolution könnten die Menschewiken, das ist das dritte Scheitern, könnten eigentlich sagen, schaut, wir haben es immer gesagt, so geht es eben nicht, mit Gewalt und so wie es die Kommunisten wollten, geht es eben nicht. Leider kann man 100 Jahre nach der Revolution aus menschewistischer Seite beziehungsweise sozialdemokratischer Seite nicht unbedingt von einem Erfolg reden. Wenn wir die Kontinuität Schröder, Blair, Clinton zähle ich jetzt auch noch dazu, Hollande und so weiter, Renzi und auch in Griechenland, Papandreou und Kern, wenn man diese Sozialdemokraten an der Macht verfolgt hat, wie sie eigentlich das Scheitern der, wie soll ich sagen, der Reformpolitik mit einer neoliberalen, effektiv neoliberalen Politik dann bewerkstelligt haben, dann muss ich schlussendlich sagen, wir haben ein dreifaches Scheitern. Das sowjetische, also das kommunistische Modell, das sozialdemokratische und irgendwo auch das neoliberale. Und das gibt eigentlich eine gute Ausgangssituation. Eine solche Tabula Rasa-Situation hat man, glaube ich, schon lange nicht mehr gehabt. Und da könnte man eigentlich zusammenkommen und sagen, so, jetzt werden die Karten neu gemischt, jetzt reden wir wieder zusammen, jetzt beginnen wir zu diskutieren. Und da bin ich natürlich Tamara sehr dankbar, dass sie gesagt hat, uns interessiert eigentlich das innerlinke, die Debatte Trotzkismus, Stalinismus gar nicht so mehr. Das ist praktisch passé. Sondern wir haben heute eigentlich eine ganz andere Ausgangslage. Und die ist spannend, denke ich. Merci. Noch ein Votum dort, ja? Auf einer ganz anderen Ebene. Warum sind wir hier oder respektive was hat die russische Revolution für eine Bedeutung? Finde ich, müsste man hier in der Schweiz doch immerhin sagen, der einzige Generalstreik, der je stattgefunden hat, hat in diesem Rahmen stattgefunden. Also das war die Ausstrahlungskraft oder die Epoche der Revolten. Es hat nie eine Revolution gegeben, aber wir haben einen Generalstreik und doch mit einigen sozialen Folgen für die Schweiz. Also das finde ich so einfach den Bezug noch zur Schweiz. Dann die Frage von Umstürzen und Revolutionen, wie gehen sie vor? Also ich meine, in Katalonien passiert im Moment nicht eine sozialistische Revolution. Man müsste vermutlich eher von einer bürgerlichen sprechen, weil hier gegenüber der spanischen Monarchie oder demokratischen Monarchie eine Republik im Entstehen ist. Aber da sehen wir die Konflikte, da ist eine gewaltfreie Bewegung, also ich sage nicht, eben nicht eine Revolution, aber es ist eine gewaltfreie Bewegung und wir sehen die Repression. Also da hätten wir ganz so im kleinen Labor so ein bisschen diese, was passiert, wenn sich Massen in Bewegung setzen. Merci. Ich möchte euch wieder den Ball zuspielen für diese Fragen. Tabula rasa, dreifaches Scheitern des 20. Jahrhunderts sozusagen, sind wir jetzt in dieser privilegierten Situation, neu beginnen zu können. Ist das Neue an unserer Situation? Oder vorher die Frage, Abstand nehmen von diesem Narrativ, das ist mehr die Frage historischen Blick auf die russische Revolution, von diesem Narrativ 1917, 18 war alles gut mit Lenin und nachher kam Stalin und nachher kam die Konterrevolution. Wer möchte etwas aufgreifen? Ja. Ich kann sonst. Vielleicht zuerst schnell zu der Tabula rasa. Ich war selten in der Uni, aber ich kann in dieser Zeit, in der ich da war, habe ich etwas gelernt im Geschichtsstudium. Es gibt keine Situation der Tabula rasa. Das ist einfach nicht möglich. Man kann Geschichte nicht löschen. Geschichte ist passiert. Und ich glaube, das muss man auch für eine zukünftige Revolution im Kopf haben, dass das nicht einfach die Erfahrungen, die Sozialisierungen, die Menschen haben, die ist einfach da und die kann man nicht einfach so wegschnipsen. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
Aber ich würde vielleicht nicht von einer Tabula rasa sprechen, aber von einer grundlegenden Krise des neoliberalen und kapitalistischen Systems, definitiv. Ich glaube, wir befinden uns in einer Situation einer multiplen Krise und dass in dieser Situation der multiplen Krisen, und ich spreche hier die Bankenkrisen, die Finanzkrise, die ökologische Krise, die Migrationskrise und so weiter und so fort, dass diese Überlagerung von Situationen, von Krisen eigentlich dazu geführt hat, dass eine Polarisierung stattfindet nach links und nach rechts in der Politik. Und das ist ja das, was wir beobachten in ganz Europa. Ich glaube schon, dass ich das, also ich teile diese Ansicht. Ich weiß einfach nicht, ob es so anders war Anfang des 20. Jahrhunderts und ob wir da nicht eine ähnliche Situation haben. Was ich weiß, ist, dass wir die Situation genauso wahrnehmen müssen und vor allem eine klare Alternative sein müssen. Weil wenn wir keine klare Alternative sind, dann gehen die Leute nach rechts. Wir müssen klare Alternativen aufzeigen, wir müssen den Mut haben, außerhalb dieses Kastens zu denken und ganz klar sagen, der Kapitalismus ist gescheitert, wir brauchen Alternativen zu diesem System. Das ist unsere Antwort, die wir geben müssen. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend. Ich nehme mal zu den Positionen. Ja, die Frage, nee, doch, Christoph. Soll ich erst dann? Ja, mach doch mal. Ja. Also in der Tat, also Schwarz-Weiß-Narrative ist etwas, von dem man sich verabschieden sollte. Und eigentlich die historisch privilegierte Situation hat sich auch verabschieden zu können, dem Prinzip nach. Also natürlich steht nicht Stalin, der böse Stalin, dem Lenin, dem guten Lenin gegenüber. Und natürlich liegt da vieles schon im Anfang im Argen. Nichtsdestotrotz soll man natürlich schon die Brüche nicht unterdrücken. Also Lenin war eben nicht Stalin und umgekehrt. Also es sind da wirklich auch schon fundamentale Brüche. Also insofern kann man auch nicht in das andere Extrem fallen. Das ist immer eine Frage des jetzt genaueren Austarierens, wo wir dann landen in der Diskussion. Also ich will einen anderen Punkt noch mal stark machen. Weil es jetzt auch genannt wurde, jetzt ohne über Katalonien zum Beispiel zu reden oder über Griechenland, weil da bin ich gar nicht kompetent genug. Aber wenn da etwas in Bewegung gerät, ist das an sich wichtig, dass man eine alternative Zielidee hat, politisch anbietet, eine Programmidee, das ist das eine. Auf der anderen Seite sollte man nicht vergessen, das Entscheidende ist, denke ich, und das ist eine der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, das Entscheidende in diesen Prozessen, wie bürgerlich sie jetzt noch sind oder nicht oder so, oder strukturell, spielt dabei keine Rolle, dass die Aufgabe von Linken wäre, sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung in die Diskussion zu bringen, und zwar in die praktische Diskussion. Das heißt, wenn die katalonische Regierung nicht in der Lage ist, nachweislich die Mehrheit der katalonischen Bevölkerung auf die Straße zu bringen für ihre Ziele, dann hat sie nicht die Mehrheit. So, und das scheint mir zurzeit nicht zu sein. Dann kann man darüber spekulieren, dann sollen sie doch irgendwas putschen oder sowas, ne, wie à la Bolschewiki, aber das ist ja nicht die Lösung des Problems. Also die politische Aufgabe von den Linken ist, die Mehrheit der Bevölkerung in die Selbsttätigkeit zu bewegen, sozusagen. Und das ist das. Und das geht natürlich in der Tat, oder auch das ist eine Lehre aus der bolschewistischen Minderheitenrevolution, das geht nicht an der Peripherie unseres Weltsystems, das geht nur im Zentrum. Sozusagen eine solche Mehrheitsrevolution ist nur denkbar, nicht an den Rändern, wo man zur Minderheit fast schon verurteilt ist, sondern hier, wo sie Mehrheit ist. Sozusagen eine Revolution, wenn wir uns jetzt überlegen, unsere zukünftige Revolution, dann ist es keine Revolution, die auf Malta stattfindet, sondern in Deutschland, in Frankreich, in England. Und dort geht es nur, wenn die Mehrheit der Bevölkerung auf der Straße ist und ein politisches Bewusstsein entwickelt hat. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Frage der Gewalt relativ nebensächlich. Dann die Mehrheit braucht keine Gewalt. Das ist die Erfahrung, denke ich, eben auch der osteuropäischen Revolution. So, darauf will ich hinaus. Das ist eine andere Gewichtung. Wir müssen die Mehrheit der Bevölkerung in die Selbsttätigkeit treiben. Und dann entstellt sich diese Frage nicht. Und der Sozialismus kann ordentlichen Anschub in Lateinamerika bekommen, aber er wird dort nicht weitergehen. Er wird dort nicht weitergehen, weil es die Peripherie ist. Sie haben nicht die Mittel dafür. Eine solche sozialistische Emanzipation wird entweder hier im Zentrum der alten Bestie in Deutschland
stattfinden und in Amerika oder gar nicht. Das ist die bittere Lehre der russischen Revolution. Ja, vielleicht mit dem Unterschied. Ja, bitte, gerne. Heute? Ja, aber meine Frage ist für Sie Russland die Peripherie oder das Zentrum? Also mich stört ein bisschen dieses eurozentrische, diese Sicht, weil dort, wo ich lebe, dort ist für mich das Zentrum. Und ich glaube, wir müssen in Europa, in den USA lernen, umzudenken, global zu denken und nicht Deutschland ist das Zentrum, wenn in Deutschland die Revolution, dann hat es Sinn, aber nicht in Lateinamerika. Entschuldigung. Das stört mich wirklich sehr. Und meine Frage ist wirklich, so wie ich es sehe, Russland war immer an der Peripherie. Und wahrscheinlich interessiert uns diese Revolution deswegen nicht, weil es an der Peripherie war. Und es ist auch heute immer noch an der Peripherie. Und ich möchte das noch gerne ergänzen, dann kannst du antworten, weil ich glaube auch, also ich bin auch der Meinung, es ist extrem eurozentristisch und vor allem uns entgehen Chancen als Linke, auch aus anderen Situationen zu lernen. Ich meine, Indien hatte gerade der größte Streik der Geschichte und ich meine, das hast du hier einfach nicht mitgekriegt, es wäre nicht passiert. Und ich glaube, wir können uns nicht darauf beschränken, einfach das Gefühl zu haben, es muss in Europa passieren. Weil auch das hatten sie in Russland das Gefühl, es muss in Europa passieren, weil sonst passiert nichts. Vielleicht, wenn sie ein bisschen anders geschaut hätte, keine Ahnung. Ich bin da nicht so... Eine kurze Antwort. Ja, war noch etwas dazu? Oder zu diesem selben Thema? Ja, dann kannst du nachher. Dann. En principe, je peux parler français ou bien c'est pas possible? Alors, j'ai l'impression que le pays qui est en centre maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique, et puis il faudrait s'intéresser à ce qu'ils devraient faire là-bas, et ils ont quand même des problèmes sociaux énormes. Qu'est-ce que vous voulez faire ils sont moins à gauche que nous, mais ils ont autant de problèmes sociaux. Im Moment und dass sie mehr soziale Probleme haben. Ja, nehmen wir noch Luise Schneider und dann eine Antwort von Christoph auf diese Fragen. Wo ist das Mikrofon? Da, ja. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass im Moment oder schon längere Zeit die Revolution an ganz verschiedenen Orten im Aufbruch ist und ganz viele verschiedene Ebenen und Bühnen gibt es, wo Leute aus ihrem Unbehagen, weil es einfach fast nicht mehr zum Aushalten ist, irgendwo, es gibt die linke Bewegung, wie sie sich nennt, und dann gibt es die Umweltbewegung, und dann gibt es die Friedensbewegung, und dann gibt es die Hilfswerke, sogar die Kirchen erwachen langsam und fangen an, etwas zu spüren, was sie machen sollten. Und es ist so viel im Gang. Es ist viel Kraft, viel Zeit, viel Geld unterwegs. Und ich finde, irgendwo müsste man sich zusammenfinden, viel mehr. Und da bin ich ja irgendwie froh um die Jugend, die aufbricht und probiert, da etwas Positives und Mutiges in die Welt zu setzen. Aber ich erfahre selber, was es dann heißt, wenn man das Wort kapitalistische Gesellschaft in den Mund nimmt, dann ist dann schon bei sehr viel wohlgesinnten Leuten bekommt man dann die Abweisung zu spüren und man kommt sich schon wie ein halber Verräter vor, dass man noch dieses Wort in den Mund nimmt. Und deshalb habe ich so Freude an den Juso, die dieses Wort nicht scheuen
und das immer wieder in ihren Möglichkeiten, mit ihrem jugendlichen Elan versuchen zu erklären und in Angriff zu nehmen. Und das ist meine Botschaft. Ich möchte mehr Zusammenhang bei diesen vielen, vielen kleinen und größeren Bewegungen. Vielen Dank. Ich möchte jetzt Christoph nochmal die Möglichkeit geben, noch zu antworten auf diese Frage Peripherie und Zentrum. Und dann möchte ich nachher, wir kommen nämlich schon zum Schluss, dann das letzte Votum nochmal aufnehmen. Also Sie verstehen mich gründlich miss, oder ich habe mich da kurzungsbedingt vollkommen falsch ausgedrückt, wie auch immer. Ich schätze alle diese Bewegungen unglaublich. Also ohne die Bewegungen der letzten 15, 20 Jahre in Lateinamerika würde ich hier nicht sitzen. Dann wäre ich schon, was weiß ich, frustriert sonst wo gelandet. Natürlich spielt das eine unglaubliche Rolle. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit der peripherieren Revolution in Russland. Also das ist vollkommen hundertprozentig richtig. Das belebt Bevölkerungen, das belebt Linke und das spielt alles. Es ist jede Form von Revolte ist gerechtfertigt. Worauf ich hinaus wollte, ist doch, wir haben gerade darüber diskutiert, wie stellen wir uns eine erfolgreiche emanzipative Revolution vor? Was muss passieren, damit sie erfolgreich werden kann? Und da sage ich, erfolgreich kann sie nicht auf Dauer allein in Lateinamerika sein, wenn sie dort isoliert bleibt, sondern das wird nur erfolgreich werden, wenn dort, wo der gesellschaftliche, materielle Reichtum unserer Welt, unserer einen Welt, konzentriert ist. Und das sind die USA, die mittlerweile schon sozusagen bergab gehen. Und das ist in Europa natürlich wesentlich Europa, die EU. Und tut mir leid, das hat nichts mit eurozentristischem Blick zu tun. Das ist die nackte Realität, die EU, das ist Deutschland. Punkt. Das ist einfach die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Und das sage ich überhaupt nicht eurozentristisch oder im Gegenteil, weil ich kenne die deutsche Linke und weiß, wie schlimm die drauf ist und wie schlimm die Situation ist. Und ich weiß, dass sie dieser Aufgabe nicht gerecht wird. Aber Griechenland leidet seit anderthalb Jahren darunter, dass die deutsche Linke es nicht hinbekommt, da endlich mal eine Alternative aufzubauen. Darauf wollte ich hinaus. Es geht nur weiter, wenn man wirklich endlich kapiert, dass es in diesen Zentren vorwärts gehen muss. Nur da. Sonst ist diese Revolution immer irgendwo blockiert. Und dann haben wir diese berühmte alte Scheiße, die sich da wieder neu konstituiert. Darauf wollte ich hinaus. Das ist ein anderes Problem. Ich finde unbedingt, Eurozentrismus sollte man vermeiden, obwohl ich da selbst nicht ganz frei bin, natürlich. Wir sind mitten in der Diskussion, aber zum Glück geht ja die Diskussion morgen weiter. Wir haben fast einen Tag zur Verfügung, um an manchen Stellen anzusetzen, wo wir jetzt gerade dran sind. Ich möchte aber eine letzte Frage, nämlich die Frage, die Luise Schneider gestellt hat, noch als Schlussfrage nehmen für euch im Podium. Also eine Auseinandersetzung jetzt, 100 Jahre russische Revolution, auch eine wissenschaftliche und vor allem eine politische Auseinandersetzung, ist ja die Frage, ist denn Revolution ein Moment, Sturm aufs Winterpalais, ein Bruch mit den Verhältnissen an einem bestimmten Tag, oder ist Revolution vielmehr als Konzept einer Transformation, eines Prozesses auch zu verstehen? Und die Frage ist ja dann, wenn wir jetzt einen Moment lang in dieser zweiten Richtung denken, in welcher Beziehung gibt es revolutionäre Veränderungen, die, wie du es gesagt hast, eigentlich am Geschehen sind. Und das ist, ich erwarte jetzt nur ganz kurze Fragen, es wäre natürlich ein Thema wieder für einen ganzen Tag. Aber wo seht ihr, auch in Fragen von Beziehungen, im Alltag, in wirtschaftlichen Verhältnissen, in Aufbrüchen in euren Ländern, sei es in Deutschland oder in der Schweiz oder irgendwo an der Peripherie, eben Ansatzpunkte, die ihr auch als revolutionär bezeichnen würdet, und seien sie noch so klein? Das als kurze Schlussfrage und dann gehen wir zum Ende über des heutigen Tages. Bitte. Ja, die meisten werden wahrscheinlich die Diskussion um Gramsci kennen, der ja schon das Problem zwischen
sagen wir mal im Vergleich der russischen Revolution, die an einem Tag sozusagen im Sturm die Bastionen des Gegners erobert hat, und der westeuropäischen Situation, die er denn als Stellungskrieg bezeichnet hat. Und da geht es ganz genau natürlich darum, dass sozusagen eine Linke Hegemonie in der Gesellschaft gewinnen muss durch die verschiedensten Prozesse der Veränderung und so weiter und so fort. Also Zivilgesellschaft erobern mit diesen und jenen Themen, die Fragen stellen in der Gesellschaft, die die Mehrheiten in eine Richtung bringen, tatsächlich auch sozusagen ihre Probleme aufzugreifen und selber aktiv zu werden und so weiter. Also das ist eine ganze Fülle. Insofern halte ich das für einen ganz wesentlichen und einen entscheidenden Punkt. Ich glaube aber nicht, dass damit Revolution erledigt ist, sondern ich glaube, es gibt dann auch wieder den Punkt, dass eine Gegenrevolution oder Gegenreformation einsetzen kann, die das alles wieder zurückdrängt in der Gesellschaft. Also im Moment erleben wir ja auch so eine Auseinandersetzung in der Art. Und eine grundsätzliche Transformation kann ich mir ehrlich gesagt ohne politische Revolution nicht vorstellen. Die kann also im engen Sinne sozusagen, dass eine ganz neue soziale Macht entsteht. Das muss nicht so sein wie bei den Bolschewiki, aber wenn man genauer hinguckt, haben die Bolschewiki eigentlich nur die Forderungen aufgegriffen, nur ist natürlich jetzt ein harmloses Wort, die in der Bevölkerung ohnehin da war, in der Masse der Bevölkerung, nämlich der Hunger der Bauern nach Land, der Arbeiter nach den Betrieben und der Soldaten nach Frieden und Rückkehr an die Front. Dafür ist eigentlich die bolschewistische Revolution gemacht worden, wenn man es ganz genau nimmt. Und das sind natürlich solche Dinge, über die wir jetzt in dem Zusammenhang durchaus diskutieren müssen. Was bringt die Mehrzahl der Leute in Bewegung? Was könnten die Themen sein? Und wenn die Leute in Bewegung sind, dann muss eine Linke natürlich sich an ihre Seite und auch vielleicht an ihre Spitze stellen, ohne sie wieder zu entmündigen zu wollen. Ich sage mal, ein zentrales Thema für mich, wenn wir an Europa, weil Christoph hat das ja gerade zu Recht aufgeworfen, das ist natürlich, dass wir eine neue europäische Bewegung brauchen, eine von unten, die neue Realitäten schafft. Und die wird an den bisherigen europäischen Institutionen vorbeigehen müssen. Und wenn ein besseres Europa entstehen wird, kann man manches dann natürlich wieder einbauen davon. Aber ich glaube schon, dass erstmal eine neue Massenbewegung, falls die jemals zustande kommt, was ich hoffe, dass die erstmal sozusagen eigene Gremien, eigene Sprachrohre, eigene Kanäle schaffen muss und nicht über den Umweg geht über die vorhandenen Institutionen. Das wäre jetzt die erste provisorische Antwort. Ja. Christoph, hast du noch? Ich stimme ihm vollkommen, Bernd, vollkommen zu. Und nochmal, dass wir das so latent gegeneinander stellen, Ereignis und Prozess, kommt historisch betrachtet nur daher, weil es eine Mythologisierung dieser bolschewistischen Revolution gibt. Auch die russische Revolution war ein Prozess, der ging von 1905, das hat Bini Adamczak in dem Interview in Neue Wege sehr gut thematisiert. Die geht von 1905 mindestens bis 21, wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Das ist ein Prozess über eine bestimmte Zeit. Und insofern natürlich, alle solche revolutionären Entwicklungen sind prozessartig. Nur die andere Seite der Medaille, weil sie prozessartig sind, können sie auch erfahrungsgemäß relativ schnell immer versanden nach einer gewissen Zeit. Also man darf es sich nicht so vorstellen, als wir jetzt jedes Jahrzehnt ein Stück weit uns fortschrittlich progressiv entwickeln. Das ist ja die ganz uralte sozialdemokratische Idee. Das ist nun auch hat auch Schiffbruch erlitten, diese Idee. Das hat es nirgendwo gegeben. Tolle Bewegungen hat es gegeben, die 68er, einige sitzen im Raume, hat es gegeben. Sie sind versandet im Laufe der 70er Jahre. Also ist prozessartige Sachen versanden. Also da haben wir wieder diese Dialektik von Ereignis und Prozess. Das ist einfach, wir müssen uns von diesen Schablonen ein bisschen lösen und dann ist, mindestens in der Theorie wird es dann einfach, in der Praxis sowieso nicht. Also ich stimme der Sache zu, insofern, dass ich denke, dass es ein Prozess vorangehen muss und dass es nicht einfach eine Situation ist. Ich glaube, wir müssen aufhören, Macht als Block zu denken und müssen beginnen, Macht oder Herrschaft als Knoten zu denken. Und zwar als Knoten mit unterschiedlichen Enden. Und wenn wir das nämlich so beginnen zu denken, dann
können wir uns auch damit abfinden, dass man, um diesen Herrschaftsknoten lösen zu können, an den unterschiedlichen Enden ziehen müssen. Und diese Enden, das ist nicht einfach immer nur die ArbeiterInnenklasse, sondern das gibt halt einfach ganz viele andere Bewegungen, wie Luise gesagt hat, wo man ansetzen sollte und kann. Und ich bin nicht ganz so pessimistisch, weil wenn man dann sagt, wo ist die Massenbewegung? Hey, im Januar sind im Fall Millionen von Frauen auf die Straße, auf der ganzen Welt. Eine der seit langem internationalen Bewegungen, die sich auf die Straße getraut haben, die lautstark protestiert haben. Ja, sie sind versandet bis zu einem gewissen Punkt, aber ich glaube, dass solche Bewegungen auch immer Strukturen schaffen, die man dann auch nutzen kann. Und ich spüre einfach in der Linke nach wie vor einfach die Tendenz, alle Bewegungen der reinen Arbeiter innen oder vor allem Arbeiterbewegung unterzuordnen. Und ich finde das ein bisschen schwierig, oder? Und ich glaube, es sind Bewegungen da. Wir sehen sie auch bei anderen solchen Fragen. Die ganze LGBTQIA-Bewegung, die ist aktiv, die ist da. Wir müssen ihnen einfach zuhören. Und wenn wir Macht als Knoten begreifen und eben dieses Ziehen als Prozess, ja, dann wird es irgendwann mal knallen. Gut. Wir freuen uns auf weitere Diskussionen morgen. Ich möchte euch dreien ganz herzlich danken. Ihr kriegt ein Bettmümpfeli, wie wir sagen. Merci vraiment. Ein Bettmümpfeli, damit ihr dann gut schlaft. Und euch allen auch ganz herzlichen Dank für das Mitdenken, für das Mitdebattieren heute Abend.